Ja, Leute, ich bin's wieder, euer DSD Steve. So ein kleines Pack-Opening hier in Hearthstone. Ich habe mal wieder 5 Booster am Start und ich würde sagen, los geht's. So. Entschuldigt, falls diesmal Hintergrundgeräusche zu hören sind, aber ich habe diesmal das Fenster offen. Beim nächsten Mal wird's wieder zu sein. So. Was haben wir denn hier? Den kenne ich noch nicht. Eifriger Initiant. 1-1 für ein Mana Todesröcheln. Verleiht einen zufälligen befreundeten Diener plus 1 plus 1. Ja, klingt halt okay. Keine Ahnung, ob man damit was machen kann. So. Bernd Weber der Klaxi. Kampfschrei. 4, also 4 Mana, 4, 5. Also schon mal ein Yeti. Und erhält plus 5 Leben, wenn euer Toon mindestens 10 Angriffe hat. Das klingt ziemlich gut. Also, das klingt auf jeden Fall spielbar. Ich würde mich sicherlich eines Besseren belehren, aber grundsätzlich klingt das schon ganz okay. Na ja, mal zwei Rares. Und schauen wir doch mal, was das für Rares sind. So. Ich finde die so ganz cool hier, diesen Tentakel. So. Aber nun. Einmal haben wir hier Mitternachtsdrache. Hält plus ein Angriff für jede andere Karte auf eurer Hand. Ja. Klingt halt nach ziemlicher typischer Handlock-Karte. Ich habe noch bisher noch nicht wieder gegen Handlock gespielt. Ja, auf jeden Fall habe ich ihn zweimal. Okay. Keine Ahnung, ob man den spielt. Auch wie immer, wie gesagt, Kommentare sind dafür da, um mir das zu sagen. Auf der Jagd. Runes Auserwählte. Gottesschild, Kampfschrei, vielleicht irgendwas tun. Plus 2 plus 2. Der hat mich schon mal in der Arena ziemlich genervt, muss ich sagen. Nee, habe ich den. Nee, Arena kann es ja nicht sein. Den habe ich den im Normalkonstrukt gesehen, weil Arena kann er ja gar nicht sein. Ja. Also gegen den habe ich auf jeden Fall schon gespielt. Machtwort-Tentakel, okay. Finde ich auch ganz cool. Was haben wir hier? Ah, verderbter Seher. Fügt allen Dienern, die keine Müllocks sind, 2 Schaden zu. Jetzt habe ich die, glaube ich, auch zweimal. Bin mir nicht ganz sicher. So. Ah, immer noch nichts Besonderes dabei. Die ist schon ziemlich cool im Zoodeck, muss man sagen. Jedes Mal, wenn ein befreundeter Diener stirbt, erhält Toon plus 1 plus 1. Fügt einem Diener 4 Schaden zu. Ja, kenne ich. Und Kampfschrei. Ein zufälliger. Werfe eine zufällige Karte ab. Todesröcheln, zieh eine Karte. Okay. Gut. Wird sicherlich Verwendung haben, die Karte. Ich mag solche Effekte nicht ganz so. Um ehrlich zu sein. Und jetzt auch bitte mal kommen wir diesen Epic. Ne? Ah. Das waren ja 5 krasse Booster. So, vielleicht noch eine coole Rare. Eure Waffen kosten 2 weniger. Naja, das waren irgendwie 5 nicht so geile Booster. Ich glaube, das beste Booster hatte 2 Rares. Wow, es hat sich ja richtig gelohnt. Dann hoffe ich mal, dass beim nächsten Mal wieder mehr dabei ist. Ihr könnt ja wieder trotzdem mal schreiben, ob die Rest wenigstens spielbar waren. Ich war DSD Steve. Tschö, tschö.